Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute die sieben gefährlichsten Hacker aller Zeiten. Und ja, diese Hacker, die beeinflussen unser ganzes Leben. Denn Hacking kostet nicht nur Unternehmen und Verbrauchern jedes Jahr mehrere Millionen Dollar, sondern es ist mittlerweile auch noch in der Kriegsführung eine ganz beliebte Waffe. Denn Cyberattacken, das sehen wir jetzt gerade im Ukraine-Russland-Konflikt, spielen eine immer größere Rolle. Deswegen umso spannender jetzt auf die sieben gefährlichsten Hacker aller Zeiten zu schauen. Platz Nummer 1, Kevin Mitnick. Kevin Mitnick begann seine Negativkarriere schon im Jahr 1981. Dort wurde er nämlich wegen dem Diebstahl von Computerhandbüchern angeklagt und 1982 daraufhin hackte er sich in das American Defense Command ein. Ein Hack, der so tiefe Wellen schlug, dass er 1983 schon direkt in der Verfilmung des Namens War Games, Kriegsspiele, verfilmt worden ist. 1989 hackte er sich dann in das Netzwerk der Digital Equipment Corporation DEC und erstellte Kopien ihrer Software. Zu all diesen Fällen sei aber dazu gesagt, dass während seiner gesamten Hackerkarriere von Kevin Mitnick er den Zugriffe nie dazu nutzte, um Daten zu klauen, die er sich dabei erhackt hatte. Platz Nummer 2, Anonymous. Ich glaube, Anonymous ist uns allen bekannt. Wir alle kennen diese bekannten Masken. Wir haben da alle direkt ein Bild vor den Augen. Doch Anonymous hatte die Anfänge im Jahr 2009 in einem namenlosen Forum. Und dort gab es dann das Board 4chan. Die Gruppe hatte sich im Prinzip zur Aufgabe gemacht, für soziale Gerechtigkeit im Internet, aber auch in der realen Welt zu kämpfen. So kam es dazu, dass im Jahr 2008 Anonymous es mit der Scientology-Kirche aufnahm und damit die ganzen Webseiten lahmlegte, sodass die Google-Suchergebnisse für Scientology ja komplett zum Nachteil waren. Auch die Faxgeräte der Kirche wurden komplett mit schwarzen Bildern überlastet. Laut dem New Yorker konnte das FBI schon mehrere Mitglieder der Anonymous-Gruppe ermitteln, jedoch macht diese flache Hierarchie und das grundsätzliche Unwissen über die Mittäter Anonymous sehr schwierig zu fassen, was natürlich auch sehr viele Leute sehr gut finden. Platz Nummer 3, Albert Gonzalez. Ja, Albert Gonzalez ist ein ganz spezieller Fall, denn er wurde so beschrieben, dass er in seinen frühen Zeiten ein unruhiger Anführer einer Gruppe von Computer-Nerds war. Er allerdings nutzte seine Hacking-Künste dazu, Diebstahl und Kreditkartenbetrug im Internet voranzutreiben und sich damit Millionen auf seine Konten zu schieben. Um nicht inhaftiert zu werden, arbeitete er aber letztendlich als Informant für den Secret Service und half dabei, Dutzende von Shadow Crew-Mitgliedern anzuklagen. Die New York Times berichtete über Gonzalez und gab an, dass sein Angriff auf den US-Einzelhändler TJX im Jahr 2005 der erste schwerliegende Datenschutzvorfall mit Kreditinformationen war. Das heißt, hier hat Albert Gonzalez im Hacking Game die ersten Trends gesetzt. Jetzt zu einem ganz brisanten Pärchen, Matthew Beaven und Richard Price. Matthew Beaven und Richard Price sind ein britisches Hacker-Duo, das sich 1966 in mehrere militärische Netzwerke hackte. Ja, darunter auch eine Air Force Base und das Korean Atomic Research Institute. Durch diese Eingriffe wäre beinahe ein dritter Weltkrieg ausgelöst worden. Und deswegen ist das Ganze hier so brisant, weil sie sich in mehrere Militärsysteme eingehackt hatten. Und damit hätte es natürlich, ohne dass diese große Absicht bestand bei Beaven und Price, zumindest das sagten sie in ihren Verhandlungen, eine Riesengefahr für uns alle, für die gesamte Menschheit auf dieser Welt werden können. Platz Nummer 5, Michael Claes. Michael Claes entdeckte seine Liebe zum Hacking im Februar 2000. Dort hackte er sich nämlich in die Netzwerke von Universitätscomputern ein. Und das macht ihm so viel Spaß, dass er sich danach noch in weitere namhafte Unternehmen einhackte. Und unter anderem waren dabei die Namen Yahoo, Dell, eBay, CNN und Amazon. Und das nicht über mehrere Jahre, sondern innerhalb von einer Woche schaffte er es, im Jahr 2000 sich in all diese Unternehmen
einzuhacken. Das sorgte für eine Riesendiskussion in den USA, denn man machte sich Sorgen, ob Online-Daten wirklich so sicher waren wie bisher angenommen. Dank Clays Hack entwickelte sich dann tatsächlich eine Gesetzgebung für Cyberkriminalität in den USA. Platz Nummer 6, Kevin Paulsen. Auch hier wieder ein richtig schöner Fall, denn 1983 hackte sich der 17-Jährige in das APRANET. Das ist das Computernetzwerk des Pentagons, also mit das wichtigste Netzwerk vielleicht der Welt. Er wurde jedoch sehr, sehr schnell erwischt und die Regierung entschloss sich damals, ihn nicht strafrechtlich zu verfolgen, da er damals noch minderjährig war. Sie ließen ihn also mit einer Verwarnung davonkommen, doch er missachtete diese Verwarnung eher und 1988 hackte er sich in einen staatlichen Computer. Dieser war der Computer der König der Philippinen, und zwar Ferdinand. Als er erwischt wurde, versteckte sich Paulsen dann im Untergrund. Auf seiner Flucht ruhte er sich jedoch nicht aus, sondern hackte sich weiter in Regierungsdaten und deckte Geheimnisse auf. Platz Nummer 7, der letzte Platz, das ist Astra. Ja, dieser Hacker, also Astra, unterscheidet sich dann tatsächlich ja maßgeblich von den anderen auf der Liste, denn seine Identität wurde tatsächlich bis jetzt noch nie öffentlich preisgegeben. Es gibt allerdings einige Spekulationen und Informationen, die immer wieder kursieren. Und zwar handelt es sich bei Astra um einen 48-jährigen griechischen Mathematiker, der 2008 von den Strafverfolgungsbehörden festgenommen wurde. Er hatte sich anscheinend über ein halbes Jahrzehnt lang in die Dassault Group gehackt. Während dieser Zeit stahl er die neueste Software und Daten zu Waffentechnologien, die er an 250 Personen weltweit verkaufte. Ja, seine Hacks kosteten die Dassault Group dann am Ende 360 Millionen US-Dollar. Bis heute kennt niemand seine wahre Identität, aber Astra ist ein sanskritisches Wort für Waffe. Ja, das waren sie, die 7 gefährlichsten oder spannendsten Hacker. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Hacker, die wir hier nicht aufgegriffen haben. Dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten für Videovorschläge gerne auch mal unten einen Kommentar da lassen. Einen Daumen nach oben und ansonsten sagen wir bis zur nächsten Folge und ciao.